Es ist mal wieder soweit. Ich sitze hier auf der Lauer in Kassel. Wir sind hier auf einem Friedhof. Hinter mir sind auch noch zwei weitere Autos mit. Insgesamt 4 Personen. Das heißt, wir sind zu 5 und warten hier auf einen Hund, der auch schon seit 4 Monaten, glaube ich, unterwegs ist. Ich habe jetzt eben mein Netz aufgebaut, die Infrarotkameras installiert und jetzt sitzen wir hier auf der Lauer. Es ist jetzt 18.10 Uhr. Und gestern waren die, glaube ich, schon ab 5:30 da. Es ist jetzt schon stockdunkel. Und im Zweifelsfall warten wir die ganze Nacht. Eine gute Uhrzeit, wann die Hündin kommt, ist immer so gegen 12 Uhr, 1 Uhr nachts. Vielleicht haben wir ja Glück und sie kommt schon ein bisschen früher. Sie kommt eigentlich sehr zuverlässig jede Nacht, frisst dann dort und haut dann wieder ab, aber bleibt auch relativ lange da. Ich habe hier eine Videoüberwachungsanlage mit 2 Kameras. Eine Kamera ist ein bisschen abseits vom Netz, eine Kamera ist direkt am Netz. Dann habe ich noch eine Mobilfunk-Infrarotkamera im Gebüsch stehen und ich habe eine weitere Infrarotkamera direkt über der Futterstelle an der Netzfalle, genau in der Mitte, angebracht. Die filmt von oben runter auf den Napf. Das heißt, ich kann genau sehen, wenn der Hund mit der Schnauze an der richtigen Stelle ist. Das heißt, wenn der Hund sich so mittig wie möglich am Netz befindet und kann dann über meine Fernbedienung auslösen. Sie ist wieder da. Ja, die Pitzele, die kleine Maus, ist in dieser Nacht leider nicht wiedergekommen. Das war jetzt letzten Freitag auf Samstag die Nacht. Die ist die ganze Zeit um die Netzfalle drumherum geschlichen, aber sie hat sich nicht darunter getraut. Ich habe dann die Entscheidung getroffen für mich, dass ich abreise, weil wir erstmal davon ausgegangen sind, dass der Hund sich an diese Falle gewöhnen muss.
Abgesprochen war, dass ich eine Woche später wiederkomme, wenn der Hund dann da drunter gegangen ist. Es ist allerdings so gewesen, dass Pitzele sofort am nächsten Abend unter der Falle stand und erstmal 2,5 Minuten lang gefressen hat und überhaupt gar kein Problem mehr damit hatte. Deswegen bin ich jetzt eher schon wieder da. Wir haben heute Mittwoch. Das heißt, heute Abend, am Mittwochabend hoffe ich, dass wir die Kleine dann sichern können. Gestern war sie schon um... Wann war die gestern da? 5:30? 6:10. Gestern war sie um 6:10 da. Ansonsten ist die meistens hier so gegen 19 Uhr schon. Das heißt, es kann sein, dass wir heute gar nicht die ganze Nacht abwarten müssen. Netz habe ich stehen lassen. Muss noch nicht mal nachgespannt werden. Hat sich an der Höhe auch nichts geändert. Das ist also super. Bin ich sehr zufrieden mit. Die ganze Technik, Infrarotkameras und so, Auslöser, Spannungsversorgung und so habe ich jetzt gerade nochmal aufgebaut. Und jetzt haben wir ja noch, ich sag mal, 2 Stunden Zeit, bis wir in die heiße Phase kommen. Und dann sollten wir aber auch alle auf dem Posten sitzen. Die Pitzele ist ein sehr, sehr aufmerksamer und scheuer Hund. Die kommt ja aus Ungarn, ist 2 Jahre alt. Und ja, ein bisschen das Problem ist natürlich, warum ist sie beim letzten Mal anfangs nicht runtergegangen? Es kann natürlich sein, dass es einfach dieses Optische war, dass es vorher nicht da war. Es kann aber eben auch sein, weil wir vorher mit mehreren Leuten hier zugange waren und sie die ganz vielen verschiedenen Gerüche irgendwie aufmerksam gemacht haben. Deswegen sind heute nur die Thekla und ich hier an der Falle, kein anderer. Hier geht keiner sonst heute dran, dass ihr Geruch, den sie sowieso jeden Tag in der Nase hat, weil die nämlich den Napf auffüllt, und halt maximal zusätzlich noch mein Geruch als fremder Geruch sich hier in dem Bereich befindet. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Das kann sein, es muss nicht, es ist aber auch nicht auszuschließen. Deswegen gehen wir einfach auf Nummer sicher. Ja, wie gesagt, in 2 Stunden ist es soweit und dann hoffe ich mal, dass wir die kleine Maus heute nach Hause bringen. So, das da ist jetzt die Kamera, die mit dem 80 Meter Kabel rüber bis zum Auto geht und direkt über der Futterstelle ist. Und das ist sozusagen die einzige Kamera, die ohne Verzögerung arbeitet. Das heißt, da haben wir tatsächlich ein Live-Bild und da kann ich genau sehen, wenn Pitzele am Napf ist, den wir gleich natürlich über das Bild noch ausrichten, kann ich dann ganz genau sehen, ob es an der richtigen Stelle ist, ob sie in Ruhe frisst und dann den Auslöser drücken. Also das ist im Prinzip eines der wichtigsten technischen Elemente an dem kommenden Abend. Das ist jetzt das Kabel von der Kamera. Dann werde ich hier vorne auf dem Weg mit dem Auto stehen. Dann geht dann das Kabel rein. 2, 3, 4, 5, 6. So, alles aufgebaut. Jetzt stelle ich noch 2 Mobilfunkkameras auf. Da vorne am Zaun, so wie beim letzten Mal, dass wir eine rechtzeitige Warnung haben, sobald die Kleine kommt. Und dann sind wir hier einsatzbereit. So, ich sitze jetzt hier im Auto. Wir haben 17.35 Uhr. Gestern war die Hündin um 17.50 Uhr das erste Mal da. Ich habe jetzt hier meine komplette Überwachungsanlage aufgebaut. Das heißt, ich habe einmal hier die Kamera, die mich jetzt gerade filmt. Dann habe ich hier einen Monitor, der mit 2 Funkvideokameras verbunden ist. Dann habe ich hier den Monitor, der von oben auf dem Futternapf drauf filmt, in Echtzeit. Kabelkamera, um beurteilen zu können, wann ich auslöse. Hier ist mein iPad. Darauf kann ich 2 ALO-Überwachungskameras einsehen. Und auf meinem Handy habe ich noch, auf dem Handy hier habe ich noch eine Reolink drauf. Das ist auch so eine Überwachungskamera, die über Mobilfunk läuft. Ja, da kann jetzt heute eigentlich nichts schief gehen. Hier oben an der Sonnenblende, wenn ich die hier runterklappe, habe ich da oben die Fernbedienung reingeklebt, damit ich weiß, wo sie ist, damit ich hier dann auch bedienen kann. Ja, so sieht das derzeit aus. Es ist alles ruhig. Thank you.
Finger am Abdruck. Ich bin mit dem Finger am Abdruck. Ja, sie rennt drumherum. Jetzt ist sie dran. Okay. Jetzt frisst sie. Ich drücke. Geht los! Eingewickelt. Pass auf, geh du mal, übernimm mal hier bitte, ja? Willst du die Handschuhe haben? Weil dann mache ich jetzt erstmal die Spanngurte ab und die Gewichte. Warte. Hat sie euch gemeldet? Super. So. Zeit müssen wir uns jetzt leider nehmen hier. Ja. 4. Ist der Kopf komplett eingewickelt? Nee. Zeig mal kurz. Ich guck mal kurz. Bitte. Ja, alles gut, ne? Ja feines Mäuschen. Ich bin mit dem Kopf durchs Netz, aber alles gut. Okay. Ich weiß halt nicht, ob sie beißt, ne? Oh, das sehen wir schon. Moment. Hast du sie? Ja, warte mal. Soll ich mit festhalten? Habt ihr das? Warte. Jetzt hänge ich nur selber im Netz von dran. So. Ich halte noch mit ihm geschlossen. Ja, halt mal ein bisschen. Genau. Oder die rutscht vorne runter. So. Halt mal im geschlossenen Ja. Okay. Geh mal weg. So. Jetzt fahren wir bei uns in die Firma dann. Stefan. Okay. So. Pitzel ist gesichert. Ist also super geklappt mit dem Netz. Und ganz toll. Ganz toll. Und die Kleine ist auch. Die hat einmal kurz versucht zu beißen, aber das ist einfach ein unängstlicher Straßenhund. Ich bin so froh, ich bin so glücklich. Es ist unbeschreiblich, was gerade in mir abgeht. Jetzt kommt die Kleine nach Hause.
Geht das? Ja, ich muss einmal das Netz nehmen. Dann nehme ich das Netz. Ihr habt sie? Dann nehme ich das Netz. So, okay. So. Jetzt gehen wir hier hin. Das Licht. So, jetzt setzt sie mal ab. Dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das Netz ein bisschen. Ja, Mädchen. So. Warte mal, hängt die mit den Füßen? Ja. Ja, ich soll sie nur festhalten. Ja, ich hab sie hier unten. Wenn sie irgendwann ein bisschen entlasten. Mach dich nicht pizzig. So. Ich habe jetzt nur erstmal die vom Verein angerufen. So. So, ich glaube. Ja, halt das mal hoch bitte. So, darf ich das mal über dich drüber legen? Ja, ja, du kannst alles machen. So. Ich wollte nochmal gefesselt. So, Mädchen. Guck. Ja, das sieht doch super aus. Ja, dafür war es heute flott. Ich habe nur noch das Netz fallen sehen. Mehr habe ich gar nicht mehr wahrgenommen. Ich habe es noch nicht mal fallen sehen. So, bitte. So. Na ja, gut, du weißt ja, wann es ausgeht. Du kannst ja drauf, stimmt, dann rennst stimmt, du ja schon. Ja, das stimmt. Ihr Fein, jetzt geht das. Klasse Hund. Ganz toller Hund bist du. Wie den Stefan eben angeworfen, du Arschloch. Ja, nach hinten raus. Ich mach mal kurz ihn fest. Ja, halt sie fest. Ich war noch im Netz drin, da ist jetzt der Hund gleich vorher und ich hier drin war. Ja, das ist nicht so schlimm. Hauptsache, du lässt den Hund nicht uns. So, jetzt ist sie ja auch draußen. Jetzt müssen wir den Kopf ziehen, vorsichtig. Warte, einmal noch hier unten. Ich weiß gerade nicht, was das hier ist. Ah, ist gerissen. Krass. Ah, nee, hat sie durchgebissen. Ich wollte gerade sagen, das wird die durchgebissen haben. So, jetzt haben wir sie draußen. Du hast sie, ja? Jo, ich hab sie. Okay, noch. Ich hab die immer mit durchgebissen. Du darfst das, Schatz. Jetzt können wir es noch da raus tun. Ich muss sie loslassen. Ja, hast du? Ja. Gut, Arsch weg. Alles gut. Hast du? Ja. Willst du mir dann. Willst du da oder da raus? Ich weiß nicht, ob ich hier mit dem Hund anständig rauskomme. Sonst gibst du mir mal. Ist die an dir fest oder? Nee. Dann gib mir mal die Leine. Gut. Warte, noch nicht. So, die tue ich mir ums. Ja, wir nehmen sie auf den Arm. Ich weiß nämlich, das Geschirr sitzt nicht richtig. Ach so, okay, ja dann. Ja, ja, das ist schon. Gut. Sehr gut. Warte. Das hat mir gut. Gut. Warte. Ich hab jetzt alles, warte. Welche Richtung müssen wir gehen? Da runter. Geht's noch? Ja, das ist jetzt auf die Anspannung, die abfällt. Ich kenn das. Ja, das Adrenalin ist gerade so im Keller. Mhm. Ist ja irre. Happy Birthday. Hallo. Ihr habt doch das denn gemacht. Pinsele. Kommt, er hat gemacht. Nein, wir alle. Kommt rein. Kommt rein. Das gibt's ja nicht. Das gibt's. Gibt's so. Ja nicht. Wir haben es nicht ganz zum Geburtstag geschafft, aber immerhin ein bisschen später. Ja. Ich nicht zu danken. Ja, was haben wir? 5:05 gleich. Nachts. Ich bin todmüde. Ich habe noch 120 Kilometer nach Hause, aber schaffe ich nicht mehr. Ich werde jetzt hier im Wagen schlafen. Ein paar Stündchen. Dann geht's weiter. Und ich bin sehr glücklich, wie der Einsatz gelaufen ist. Die kleine Maus ist wieder zu Hause. Das ist das Allerwichtigste. Und die Netzfalle hat sich ein weiteres Mal bewährt. Da bin ich sehr froh drüber. Und ich hoffe, dass wir vom Tiernotruf
vielleicht noch dem einen oder anderen Hund, den man sonst vielleicht nicht fangen kann, auf die Art und Weise helfen können. Also wenn irgendwo ein Hund unterwegs ist, der in keine Hundefalle reingeht, wo alles probiert wurde, wo nichts funktioniert hat, sagt einfach Bescheid. Ich kann nichts versprechen, aber ich kann alles versuchen. Versuchen es möglich zu machen, nur ein paar wenige von den vielen Hunderten und Aberhunderten Hunden, die derzeit in Deutschland ja sozusagen auf der Flucht sind, wieder nach Hause zu bringen oder von der Straße zu holen. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal allen Leuten danken, die den Tiernotruf unterstützen, weil es nur durch eure Unterstützung, durch eure Spenden möglich ist, diese ganze Technik anzuschaffen, um die Tiere zu retten. Und ich glaube, dieses Netz hat jetzt, ja, ich glaube, etwas mehr als ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, glaube ich, durchaus im Lager rumgelegen, bevor es jetzt das erste Mal eingesetzt wurde. Wir hatten ja kürzlich schon mal einen Einsatz zusammen mit der Dokumentierhilfe. Da war es das Netz von der Dokumentierhilfe, was da aufgebaut wurde. Und heute habe ich sozusagen das zweite Mal mein eigenes Netz aufgebaut. Es ist schon einmal aufgebaut worden. Da ist der Hund aber dann nicht darunter gegangen. Also es funktioniert sicherlich auch nicht immer, wenn ein Hund das Netz nicht als Netz akzeptiert, als irgendwas, was über ihm ist, akzeptiert und nicht darunter geht, dann kann man den so auf die Art und Weise natürlich auch nicht fangen. Wir sind jetzt noch am Überlegen, ob es Sinn macht, das Netz vielleicht, also das Netz selber, das ist ja weiß oder so ein beigefarben, dass wir das nicht eher in schwarz versuchen zu bekommen, weil die meisten Einsätze sicherlich im Dunkeln stattfinden werden und dann ist das für den Hund auch weniger präsent. Aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik. Brauche ich mir jetzt, glaube ich, keine Gedanken drüber machen, wo ich ein Netz herkriege, was schwarz ist. Jetzt wird erstmal ein bisschen geschlafen. Dann freue ich mich noch ein bisschen, dass es so toll geklappt hat. Dann fahre ich nach Hause. Und dann geht's weiter. Macht's gut.